Heute gibt es mal den Party-Klassiker schlechthin, wobei, naja, wir machen den auch häufiger mal so zu Hause einfach. Aber wenn ihr mal Freunde zu Besuch habt, eine Party habt oder so, dann könnt ihr eine ideale Gyrosuppe immer selber machen. Diese Gyrosuppe, die Pommesman-Version der Gyrosuppe, das ganze Rezept, ich mache es jetzt gleich sehr frei Schnauze, aber ich schreibe das ganze Rezept mal in die Videobeschreibung, beziehungsweise, ihr kennt das, zum Runterladen, zum Ausdrucken und zum Glücklichsein. Fangen wir an. Wir brauchen eine Schüssel, denn ich mache als allererstes jetzt erstmal eine Marinade für das Fleisch. Wir brauchen eine Zitrone, die werde ich mal eben schick die Schale abreiben. Ich nehme jetzt hier auch eine halbe Zitrone, weil ich nur 1 Kilo Fleisch habe. Wenn ihr mehr Fleisch habt, dann müsst ihr dann die dementsprechenden Zutaten dann hochskalieren. So, dann nehme ich diesen Teil, den ich abgeraspelt habe. Nehme ich jetzt hier nur eine halbe Zitrone und quetsche mir die mal eben aus. Da rein. Dann einen Teelöffel Thymian. Ein bis anderthalb Teelöffel könnt ihr ruhig machen. Das passt euch immer. Dann ein Teelöffel Koriander. Auch hier so. Ich schreibe ans Rezept so anderthalb Teelöffel rein. Das passt schon. Dann einen Esslöffel Paprika. Einen Teelöffel Knoblauchbooster. Wie gesagt, schaut in die, falls dies das erste Video auf deinem Kanal ist, guck in die Videobeschreibung rein. Dort steht, wie du eine Knoblauchbooster machst. Und glaub mir, den braucht man so häufig, dass man ihn immer wieder verwendet. Also einen schicken Teelöffel Knoblauchbooster. Was kommt als nächstes? Was habe ich noch vergessen? Olivenöl. Und zwar passe ich das jetzt mal an. Ich habe jetzt hier 1 Kilo Fleisch. Dass ich das, wie gesagt, das muss ja jetzt, das Fleisch muss nicht darin schwimmen, es soll ja nur eine Marinade sein. Deswegen würde ich jetzt für 1 Kilo, ich überlege jetzt gerade mal, 50 bis 100 Milliliter, ah, das ist schon fast zu viel. Fast zu viel. Das müsste jetzt 50 bis 100 Milliliter sein. Dann haben wir hier unsere Marinade schon fertig. Sieht jetzt nicht so ultra viel aus, aber mit dem Fleisch, wie gesagt, muss ja nicht ertränken, das muss auch kein Freischwimmer machen. Was habe ich jetzt hier an Flüssigkeit? Was würde ich schätzen? Mit der Zitrone, mit dem Zitronensaft zusammen. Ja, so 150 Milliliter. So viel ist es nicht. Wie gesagt, ist ja auch nur eine Marinade. So, jetzt kommen wir zu dem Fleisch. Ich habe jetzt hier einen Schweinenacken genommen, einen halben. Ein ganzer Schweinenacken hat immer so 3,5 Kilo ungefähr, je nachdem, wie viel das ist. Ihr könnt aber auch Putenfleisch nehmen, ihr könnt Hähnchenfleisch nehmen. Wir machen Gyros meistens immer mit Hähnchenfleisch. Aber dieses Mal für die Gyros-Suppe nehme ich jetzt mal, ne, so einen halben Schweinenacken. Und den schnibbel ich mir jetzt mal eben so in mundgerechte Stücke. Bisschen kleiner kann es dann sogar noch. Also entweder macht man jetzt ganz dünne Streifen, so wie hier. Bei dem Fett müsst ihr selber entscheiden, wollt ihr es dran lassen, wollt ihr es abmachen. Dann kann das in die Marinade rein. Und diese Portion würde ich sagen, die reicht jetzt hier so für 3 Personen ungefähr. Dann mache ich nochmal eben nochmal hier durch. Na, jetzt habe ich hier so längliche Streifen. Und die nochmal in der Mitte einmal durch. Soll ja schön mundgerecht sein. So, ich schneide das eben klein und dann geht es gleich weiter. Damit wäre dann der Part abgeschlossen und jetzt kann ich die ganze Marinade hier mal richtig einmal drumherum. Das eignet sich, das Ganze einen Tag vorher zu machen, wenn ihr die Zeit habt, weil je länger es mariniert, desto besser ist es. Aber so eine halbe Stunde vorher, da wir eh noch einige Sachen gleich wie Kartoffeln und Paprika zusammenschnibbeln müssen, tut es das eigentlich auch. Ja, und ihr seht, so viel Flüssigkeit brauche ich da gar nicht. Das reicht vollkommen aus. Wenn das so von der Marinade her ist.
Beziehungsweise ich habe jetzt noch was vergessen gerade bei der Marinade, nämlich Salz und Pfeffer, wobei ich das immer noch hinterher machen kann, aber das mache ich jetzt eh noch fix noch rein. Ja, so, Fleisch ist mariniert und eingelegt und das kann in die Seite. Dann kümmern wir uns jetzt um diese ganze Gemüse-Kartoffelgeschichte. Die ganzen Schnibbelarbeiten habe ich euch jetzt videotechnisch erspart, aber ich erkläre euch mal eben einmal, was ich da noch reinmache und was ihr alles braucht. Wie gesagt, aber alles steht in der Videobeschreibung, im Rezept, im Download drin. Einmal habe ich rote und gelbe Paprika. Von den Mengenangaben her passt es an das Fleisch einfach an. Ich habe das jetzt, ich werde das mal im Rezept irgendwie betiteln. Wie weiß ich noch nicht, aber einfach, dass es von der Menge her passt. Rote und gelbe Paprika. Dann habe ich einmal fest kochende Kartoffeln. Es gibt einige oder sehr viele Rezepte von Gyrosuppe, die haben gar keine Kartoffeln drin. Ich mache da mal Kartoffeln rein, da, naja, in der Suppe. Ne. Dann haben wir noch Döschen Mais. Ihr könnt auch ein großes Döschen nehmen, das ist jetzt wurscht, was ihr da nehmt. Dann habe ich noch einen Becher Sahne und ich habe noch einmal Schmelzkäse. Schmelzkäse, Schmelzkäse. In der Gouda-Variante. Gouda-Variante. Und dann unseren allseits beliebten Geschmacksbooster. Auch wie gesagt, wer neu auf dem Kanal ist, schaut auch da in die Videobeschreibung rein. Da habe ich das Rezept von dem Geschmacksbooster, denn der Geschmacksbooster und Knoblauchbooster sind die beiden Sachen, die du eigentlich immer brauchst in der Küche. Und wenn du das einmal gemacht hast, du machst es nie wieder ohne. So, und dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal jetzt hier um den Kollegen Fleisch, schmeißen die Pfanne an. Und dann würde ich sagen, heizen wir das Ganze mal ein. Da. So. In die Pfanne mache ich jetzt kein Öl mehr rein, weil ich habe ja schon genug Öl in der Marinade drin. Und deswegen habe ich die jetzt einfach nur ganz trocken aufgeheizt und werde das jetzt hier nicht alles reinmachen, sondern portionsweise anbraten einmal. Gucken, ob das jetzt alles rausfällt. Wahrscheinlich in zwei Portionen werde ich das machen. Na, komm, raus mit dir. Und wie ihr seht, ist genug Flüssigkeit und Öl vorhanden. Portionsweise jetzt auch deswegen, weil ich das Ganze ja nicht kochen will, sondern ein bisschen anbraten will. Fleisch ist jetzt angebraten von beiden Seiten und jetzt packe ich das Ganze in einen Topf hinein, weil ich ja noch die andere Charge machen muss. Schön die Röstaromen, ich wollte gerade sagen Rostaromen, die Röstaromen drin lassen, weil die brauchen wir gleich noch für später. So, zweite Charge und wir sehen uns gleich wieder. Zweite Charge ist auch fertig, kann jetzt auch zu unserem Topf hier rein. Und jetzt nehme ich die Zwiebeln, die ich vorhin nicht erwähnt habe, die schmeiße ich da rein. Und die Paprika. Und schwenkt das auch mal eben einmal anschwitzen alles. Wenn das Ganze jetzt glasig angeschwitzt ist, dann mache ich hier so eine Mulde in der Mitte, weil ich jetzt noch Tomatenmark da reingebe. Und zwar 3 Esslöffel. Aus Gramm genau. Dosiert aus der Hand. Könnten auch 4 sein. So, die brutzle ich hier noch mit an. Schön anrösten. Und in der Zeit, wo das jetzt eben anröstet, mache ich mir eben meine Geschmacksbooster fertig. Ich habe jetzt hier, was habe ich denn hier? 750 Milliliter. Und da nehme ich jetzt 2 Esslöffel Geschmacksbooster. Weil das brauche ich jetzt gleich zum Ablöschen. Zwei, wie gesagt, gut gehäufte. Oder 3 normale. Wenn das jetzt hier ja, gut angeröstet ist, dann löschen wir das Ganze jetzt ab. Das kippe ich jetzt auch nur deswegen da rein, weil ich noch so die restlichen Röstaromen damit lösen will, was ich jetzt erreicht habe. Also einmal mit einem Holzlöffel durch die Pfanne, damit die Röstaromen sich lösen. Und dann kann das Ganze hier in diesen Topf hinein.
dann der Topf hier auch wieder auf den Herd. Und jetzt gebe ich da einfach, und im Parken hier, jetzt gebe ich da die Kartoffeln hinzu. Und den Becher Sahne. Und noch zum Schluss noch den Schmelzkäse da rein. Dann das Ganze einmal gut durchrühren, dass sich alles auflöst und vermischt. Einmal den großen Löffel nehmen hier. Kann ich die Flamme auch schon kleiner stellen, weil das Ganze jetzt nur so vor sich hin köcheln muss. Anderthalb Stunden. Also einmal kleiner die Flamme. Lecker. Und jetzt Deckel drauf. Und dann sehen wir uns in anderthalb Stunden wieder. Bis das Ganze so richtig sämig und lecker und durch und ist. So, anderthalb Stunden sind jetzt ungefähr vergangen. Und wenn ihr euch fragt, beziehungsweise wer sich fragt, warum jetzt genau anderthalb Stunden oder warum dauert das so lange, ganz einfach. Nach einer Stunde einfach mal testen, wie durch sind die Kartoffeln und wie durch ist das Fleisch. Und dann kann man sich auch noch an das ranwürzen, also sprich, wenn das Salz und Pfeffer fehlt, kann man auch noch alles machen. Und wenn das Ganze noch zu dünn ist, dann kann man das Ganze noch mal ein bisschen Mehl oder naja, Soßenbinder noch ein bisschen andicken, das Ganze, dass man jetzt hier diese passende, fertige Gyros-Suppe hat. So, mal eben hier so ein, machen wir so einen Löffel hier rein. Ja, und jetzt habe ich hier meine fertige Suppe und wie gesagt, deswegen auch festkochende Kartoffeln, weil die dann immer noch ja, so aussehen, weil wenn ihr jetzt weichkochende nehmt oder sonst was, oder mittelfeste, dann habt ihr hinterher noch Kartoffelbrei da drin. Das wäre dann so ein bisschen suboptimal. Und das Fleisch ist auch, man sieht es hier, man kann es mit einem Löffel, kann man das Ganze zerteilen. Also schön, richtig schön lecker weich alles. Ja, und jetzt, Achtung, Geschmackstest. Immer pusten, sonst verbrenne ich wieder. Wasser, ach, das Wasser. Das Fleisch schmilzt im Mund. Mega. Also, mega genial. Und ihr wisst ja, eine Gyrosuppe schmeckt ja eigentlich. Ein Tag später ist immer noch besser. Ja, ihr kennt das. Macht's mal nach. Wie gesagt, Rezept in der Videobeschreibung zum Runterladen, zum Ausdrucken, zum an die Wand hängen, zum was weiß ich nicht, Kochbuch ist in der Mache. Dazu später mehr. Aber es schmeckt mega auf jeden Fall. Ja, könnt ihr mal nachmachen und berichtet mal. Nicht vergessen. Und ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video dann locker flockig schon wieder. Bis dann.